Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier spricht wieder euer Chris vom Team Trading Welt und ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent am Wochenende und heute können wir hier gemeinsam in den nächsten Trade starten. Den habe ich auch schon vorbereitet und zwar hier beim Euro Yappy. Den würde ich gerne handeln. Ich warte letztendlich nur noch darauf, dass wir nochmal ein kleines bisschen hochkommen, denn ich habe tatsächlich sehr interessante Neuigkeiten für euch, was einfach das Ermitteln von einem perfekten Trade-Einstieg angeht. Und da solltet ihr auf jeden Fall zuhören, vor allen Dingen, wenn ihr schon treue Abonnenten seid. Aber natürlich auch für die Neueinschalter sollte das auf jeden Fall interessant sein. Und zwar werde ich eine Position eröffnen in dem Moment, wo wir durch das 38,2 einmal durchbrechen und hier unten diese gelbe Linie anlaufen. Und das, liebe Leute, ist die 50er EMA. Und diesen Tipp habe ich tatsächlich von einem unserer Trader, der selber unseren Lehrgang auch durchlebt hat, der mit dem Blue Power handelt etc., diesen Tipp habe ich bekommen und ich habe mehrere Screenshots als Beweisgrundlage dafür von ihm erhalten. Das werde ich auch im Laufe des Videos nochmal genauer erläutern und genauer eingehen auf das Thema, dass es tatsächlich ein sehr, sehr starkes Signal ist, wenn der Kurs hier durch dieses 38,2er Retracement jetzt in dem Fall einmal durchbricht und von unten die EMA 50 antestet. Das ist also nichts weiter als ein gleitender Durchschnitt der vergangenen 50 Perioden. So, und wenn die Kerze jetzt hier gleich hochkommt, dann dürften wir tatsächlich exakt ungefähr an diesem Level dann eine Umkehr sehen und aus dem Grund, dass da auch ein besonders starkes Retracement liegt mit dem 38,2er, bin ich dann auch sehr zuversichtlich, dass wir hier den Abwärtstrend fortsetzen können. Darüber hinaus sind RSI und Stochastik dann zum Kaufzeitpunkt auch ja, sehr schön im überkauften Bereich. Die kommen hier gerade schon richtig schön hoch und jetzt legt er gerade nochmal zu und jetzt denke ich, kommen wir auch gleich rein. Die Blue Power Signals zeigen auf jeden Fall auch in unsere Richtung. Wir sehen es, die übergeordneten Timeframes, alle schön nach unten zeigend und hier im 15-Minuten-Timeframe auch der blaue Trendkanal, der hier vom Blue Power Template so richtig schön nach unten zeigt. So, und ich werde jetzt auch gar nicht mehr länger warten. Ich werde jetzt einfach die erste Position gleich eröffnen. Ein kleines bisschen darf er jetzt nochmal hochkommen. Das wäre natürlich jetzt fatal, wenn ich quasi den besten Entry jetzt nicht kriege und den Trade verpasse. Das gibt's natürlich auch mal. Ja, da machen wir uns nichts vor. Da lässt man einfach mal einen Trade liegen. Davon geht die Welt nicht unter. Aber für die Vorführungszwecke jetzt hätte ich es eigentlich ideal gefunden, wenn die Anmoderation jetzt einfach klappt und wir hier reinkommen. Aber es sieht ganz schön gefährlich aus hier. Na, da waren wir nämlich schon fast dran an der EMA 50 und jetzt scheint er gerade schon ein bisschen ins Fallen zu kommen. Aber vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen Rückenwind. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich bereit, jetzt hier die Position zu eröffnen. Ja. Na komm schon, ein bisschen darf er noch. Also ich gehe hier mit einem Hebel von 1 zu 200 rein, hinterlege eine Sicherheitsmarge von $2000. Ach meine Güte, du. Jetzt muss er mich aber auch hinhalten hier, ne? Und damit natürlich euch auch. Aber der kommt nochmal hoch. Ich wette, er testet die EMA nochmal an. Und das ist tatsächlich das, was Rainer, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe da tatsächlich gar nicht so drauf geachtet in der Vergangenheit. Und damit können wir, denke ich, unsere Trefferquote nochmal weiter nach oben schrauben. Also die Trades, die er mir gezeigt hat, waren wirklich beeindruckend. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich das jetzt hier auch tatsächlich einmal direkt in der Praxis umsetzen kann. So, aber die Geduld bringe ich jetzt auf jeden Fall mit. So viel Zeit muss sein. Und dann soll es natürlich nach unten gehen. Wir werden dann einfach auf einen fallenden Kurs hier spekulieren im Euro-Yappy. Und auch vom Chartbild her sieht das eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. So, und jetzt kommen wir hoch. Jetzt sehen wir es. Jetzt haben wir letztendlich schon den Level erreicht, den ich sehen wollte. So, gut, alles klar. Also um den Pip genau werde ich jetzt auch nicht mehr länger warten. Ich werde jetzt einfach die Position eröffnen. Das macht den Kohle auch nicht mehr fett. So, wir sind drin im Markt und jetzt natürlich zuerst im Minus, weil wir jetzt die Sicherheitsmargin erst hinter uns lassen müssen. Das heißt also, wir müssen jetzt eine Weile in die richtige Richtung laufen, damit wir hier letztendlich auch dann in den Plus
kommen. So, und der Kurs darf dann jetzt bald fallen und wir befinden uns hier ganz, ganz knapp, befanden wir uns jetzt hier unter der EMA und ja, also das ist letztendlich schon genau das Trading-Setup, was mir halt Rainer auch gezeigt hatte. Es beinhaltet genau die Werkzeuge, die ich euch immer an die Wand, an die Hand gegeben habe und es ist jetzt nur noch einmal ergänzend einfach die EMA dazugekommen. Wenn man also wirklich an so Leveln unterwegs ist wie dem 38,2er und darüber befindet sich dann die Moving Average aus dem 50er-Bereich, dann ist das also wirklich die halbe Miete. Ich kann das hier auch nochmal einmal ganz kurz zeigen. Eigenschaften Moving Average, da sehen wir das 50er Exponential einfach einstellen und dann ist das Ganze schon erledigt. So, und hier an diesem Level sollte der Kurs dann tatsächlich abprallen und einfach wieder nach unten laufen. So ist die Taktik, so ist die Strategie und sie funktioniert nicht nur bei mir. Das Ganze werde ich euch natürlich gleich auch nochmal zeigen anhand der Screenshots, die Rainer mir geschickt hat. Und ja, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall von meiner Seite aus und ich bin mal gespannt, ob der Praxistest jetzt hier direkt mal auf Anhieb funktioniert. Also, ich schalte wieder ein, sobald es was Neues gibt. Bis gleich. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, zu Vorführzwecken soll das schon reichen, was hier gerade passiert. Das ist ja unmenschlich. Innerhalb von ein paar Minuten ist das Ding jetzt hier sowas von abgerauscht nach unten. Und zwar genau in die Richtung, die wir sie haben wollten. Schaut es euch an. Hier oben exakt der Durchbruch durchs 38,2er, angetestet die EMA 50. Daraufhin geht der Kurs erstmal wieder steil nach unten. Und wir haben hier wirklich innerhalb von kurzer Zeit jetzt einen richtig großen Gewinn einfahren können. Jetzt warte ich darauf, dass er nochmal wieder weiter runterfällt und ich ihn unterhalb, ja, im 200er-Bereich einfach nehmen kann. Da kommt er runter, sehr schön. Und da geht auch noch mehr. Also wenn ich mir den Chart jetzt mal angucke, da ist noch locker Luft nach unten. Also richtig genialer Einstieg. Ich bin wirklich begeistert, muss ich einfach mal so sagen. Und das genau das Szenario letztendlich eingetroffen, was ja, nicht nur ich mir jetzt erhofft hatte, sondern mit Sicherheit auch Rainer, der wird da in diesem Moment wahrscheinlich auch wirklich gerade mit einem Grinsen sitzen. So, es funktioniert wirklich. Ja, es ist tatsächlich sehr faszinierend gerade. So, $189. Oh, einmal die 200 voll machen. Komm, dann haben wir's. Ja, das sieht gut aus. Jawohl, sehr schön. Da kommt er nochmal runter. So, Feierabend. Zack, mitgenommen. 10 Minuten. 10 Minuten ist das Ding durch und dann ist das, ja, denke ich mal, eine richtig coole Vorführung jetzt gewesen. Ne? Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ich einen Daumen von euch bekomme für das Video. Das freut mich sowieso immer irrsinnig. Von daher, ja, Support ist kein Mord. Und das war ein richtig schöner Einstieg. Und ich hoffe, ihr könnt das für euch jetzt auch mitnehmen, dass wenn ihr mit dem Blue Power Template unterwegs seid, einfach ja die EMA da zukünftig nochmal mit reinnimmt. Vor allen Dingen, wenn sie in der Level in der Nähe eines Pivot-Levels liegt oder bei einem starken Retracement. Entweder 61,8er oder 38,2er. Schreibt euch das alles auf. Ja, das sind wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps, die ihr hier gerade an die Hand bekommt. Und damit werdet ihr eure Trefferquote garantiert auch verbessern. So, und was ich besonders beeindruckend finde, sind halt einfach die Screenshots, die mir dann auch geschickt wurden. Denn Rainer hat es tatsächlich geschafft, im Grunde genommen 1:1 die Sachen auch einfach umzusetzen, die wir in unseren Lehrgängen vermitteln. Und wir können es uns hier jetzt einmal ansehen. Das ist also ein Trade, den er hier eingegangen ist im Out-USD. Und hier sehen wir es auch. Der Kurs ist durchgebrochen an die EMA 50 bei dem 23,6er Retracement und hier ist der Kurs dann abgeprallt und lief wieder nach oben, genau an diesem Level. Und hier waren auch RSI und Stochastik schön im unterkauften Bereich, die übergeordneten Timeframes haben nach oben gezeigt und auch der blaue Trendkanal zeigte nach oben. Also das perfekte Trading-Setup hier gefunden. Dann schauen wir uns mal den nächsten an, Euro-GBP und hier im Endeffekt genau das gleiche Spiel. D1 zeigt nach oben, der blaue Trendkanal zeigt nach oben, RSI und Stochastik sind unterkauft und wir sehen hier der Pivot-Level mit dem 23,6er. Da kam aber dann der Durchbruch und wieder exakt abgeprallt an der EMA, die Kerze. Und daraufhin ist er dann gestiegen und hat seinen Aufwärtstrend wieder fortgesetzt. Und das gleiche Spiel auch nochmal bei dem USD-Cut. Da ging es allerdings in die
entgegengesetzte Richtung. Also hier wurde auf einen fallenden Kurs spekuliert. Hier zeigten auch wieder die Blue Power Signals schön nach unten. Der blaue Trendkanal zeigt nach unten. Wir waren zum Zeitpunkt des Kaufes dann hier im überkauften Bereich bei RSI und Stochastik. Und hier dümpelte er dann noch ein wenig rum an der EMA, aber wirklich exakt da dran. Und danach, daraufhin ist er dann wieder abgerutscht und wurde abverkauft. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das sind wirklich richtig schöne Paradebeispiele dafür, dass die Strategien und Techniken auch tatsächlich einfach funktionieren, die wir hier mit auf den Weg geben. Und genau das ist natürlich auch unsere Mission. Wir wollen dir letztendlich dabei helfen, dein Trading zu verbessern. Und wenn du auch durchstarten willst mit unserem Lehrgang, mit dem Blue Power Template handeln möchtest, wir haben noch wieder, muss ich dazu sagen, 13 freie Lizenzen aktuell. Denn es gab letzten Monat leider einige Leute, die die Qualifizierungsbedingungen nicht erfüllt haben. Die findet ihr natürlich auch nochmal auf der Seite, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und da habt ihr also wirklich das komplette All-in-One-Paket, damit euer Trading von Beginn an auch mal richtig Geld abwirft. Und ja, da kann ich einfach nur sagen, schnappt es euch, das Ganze kostenlos über einen Brokerabschluss. Und den Broker, den braucht ihr sowieso, um ja überhaupt handeln zu können. Von daher schlägt ihr wirklich alle Fliegen mit einer Klatsche, sichert euch das Paket und ich werde mich mit diesem Video von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet hier wieder richtig schön was lernen und zukünftig eure Trefferquote nochmal ein bisschen erhöhen. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch alles Gute, euer Chris vom Team Trading Welt.